Heute wollen wir euch die Chiemsee zeigen. Es hat sich ein netter Bewohner aus unserem Dorf dazu bereit erklärt oder zur Verfügung gestellt, dass wir das anhand seiner Zisterne zeigen dürfen. Aber als erstes würde ich euch die Chiemsee zeigen. Das sind die Materialien, die wir alle brauchen. Das ist der Ansaugstutzen. Vorteil ist, hier ist ein Teil rausgefräst. Das wird hier angekuppelt. Vorteil ist, diese Seite des Rohres ist auf dem Boden und hier ist Luft. Das heißt, es kann kein Unterdruck entstehen. Das ist ein Rückflussverhinderer. Heißt, wenn wir erstmal Druck aufgebaut haben, bleibt immer Wasser in der Leitung. Es kann nicht zurückfließen. Den machen wir hier oben drauf. Gleich vor Ort kuppeln wir noch diesen B-Schlauch an die Chiemsee. Vorteil hierbei ist, die saugstabil. Das heißt, selbst durch Unterdruck zieht sich die nicht zusammen. Und dann würde ich sagen, starten wir. So, nachdem wir jetzt den formstabilen Schlauch angeschlossen haben, daran haben wir noch einen normalen B angekuppelt, dass das Wasser abfließen kann, lassen wir die Pumpe jetzt zu Wasser. Da die sehr schwer ist, machen wir das mit zwei Personen. Das Kabel? Warte. Nun haben wir die Chiemsee zu Wasser gelassen, schließen sie den Strom an und wir können starten. Für diese Klärgrube nehmen wir eine andere Pumpe, da haben wir eine Tauchpumpe und damit werden wir jetzt die alte Klärgrube leer pumpen. Ja, wir warten jetzt noch darauf, dass die Zisterne da leer gepumpt ist und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und jetzt, nachdem wir alles ausgepumpt haben, werden die Materialien noch gesäubert. Kannst einstecken!